Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns wieder in Tamriel und zwar weiterhin in Steinfälle. Da habe ich in der letzten Folge einen etwas blöden Cut gemacht, beziehungsweise ja, kurz vorm Ende dann einen Cut nochmal gemacht. Und heute müssen wir weiterreisen. Wir sind noch hier in Kragenmoor, müssen dann hier gleich hoch und nach rechts reisen zur gepeinigten Spitze. Ich möchte es richtig aussprechen. So, ich hoffe, ich überlebe das, wenn ich hier runterspringe. Okay, so viel Schaden hat es jetzt nicht gemacht. Ja, Entschuldigung, dass ich euch erschreckt habe. Ich wusste selber nicht, ob das so eine gute Idee war. So, dann reiten wir jetzt hier hoch, nehmen natürlich die Ahnenseide mal eben mit. Das ist was sehr, sehr Wichtiges. Sogar auf meinem privaten Account habe ich jetzt neuerdings nur noch ganz wenig Ahnenseide. Ich weiß gar nicht, wo die überhaupt hingegangen ist alles. Aber ich schätze, das lag wahrscheinlich in erster Linie daran, dass ich mir so viele Rüstungen noch gemacht hatte. Beziehungsweise andere natürlich auch Rüstungen gemacht hatte. Und jetzt habe ich für mich fast nichts mehr. So. Einmal darum und einmal. Ja, wo ist er denn? Das sind die Guten. Okay, sehr schön. Willkommen zurück im Kampf, meine Freundin. Dieser Berg bebt seit Stunden und wir sitzen hier fest. Klingen in der Hand und keinem, den man damit niederstrecken könnte. Ich bin bereit, euch dabei zu helfen, Tanval aufzuhalten. Habt ihr denn den Schlüssel vom Großmeister in Kragenmoor erhalten? Jep. Da ihr jetzt hier seid, werden wir den Kampf zum Berg bringen. Zu Tanval. Wo ist Tanval? Er ist bereits drin. Nachdem man die Versiegelung aufheben konnte, schaffte es Schreiter der Nasche, einige Truppen hineinzubringen. Die Versiegelung wurde unmittelbar danach wiederhergestellt. Verflucht sei dieser alte Dunkelelf. Ich kann die Versiegelung entfernen, Holgun. Bei Shaws Knochen. Was würden wir ohne euch tun? Hebt die Versiegelung auf und ich führe die Jungs hinein. Geht voraus und findet Schreitet in Asche. Ich werde sie finden. Viel Glück. Diese Versiegelungssteine sind das Einzige, was uns auffällt. Setzt sie außer Kraft, wenn ihr könnt. Wie geht es euch, Holgun? Es ging mir schon mal besser. Tanval und ich sind schon seit dem Krieg Schildbrüder. Aber vielleicht muss ich ihn töten, um ihn aufzuhalten. Kühne bewahre mich davor. Ich will gar nicht daran denken. Keine Sorge, das kann ich dann gern übernehmen. Ich benötige eine Ruhepause. Mach das, ich komme auch alleine klar. Unsere Verbündeten sind durchgebrochen. Treibt den Angriff voran! Genau. Sprecht mit Schreitet durch Asche. Die ist da hinten irgendwo. Da müssen wir darum. Dumm. Könnt ihr mir sagen, wo Schreitet in Asche ist? Ich vermute eins weiter und dann nach rechts, oder? Hallöchen, nicht abhauen. Du auch nicht. Wobei die nicht abhaut, sondern einfach nur dumm rumsteht. Hallo, Rolle die Waldfee, warum ist das hier so laut? Der Sturm wütet. Aber ich bin dem Regen entkommen. Wie läuft der Kampf, meine Freundin? Oh, es läuft gut. Was habt ihr erfahren? Die alten Schutzzauber wurden wiederhergestellt. Wir schwimmen gegen eine zu starke Strömung an. Ich weiß, wie man die Schutzzauber aufhebt, schreitet in Asche. Sud, ihr seid die Sonne auf meinen Schuppen. Der erste Schutzzauber ist unter den Ruinen direkt vor uns. Wo sind die anderen Schutzzauber? Die anderen Schutzzauber sind in anderen Ruinen, entlang des Weges zur Spitze. Geht schnell und möget ihr den Wind im Rücken haben. Ich werde das erledigen. So, was wollen wir schauen? Das muss dann ja irgendwo hier an der Wand entlang sein, ne? Ich glaube, da oben, naja. Ich da von hier aus.
ist ja gut. Für hier ist leider auch Gewitter angesagt für heute. Aber ich hoffe, es wird nicht so laut. Ich habe dann immer ein bisschen Angst um meinen PC, weil wir haben keinen Blitzableiter. Dich müssen wir noch wegmachen. Die haben hier alle kein Loot. Was sind das für Schweine? Hast Blut. Du hast doch bestimmt Blut für mich. Meine ich. So, das war der erste Streich. Moment. Ja. Ich bin gerade mit dem... mit dem Mauszeiger komplett in anderen Bildschirmen drin gewesen. Das ist immer wieder lustig, ja. So, Mann, jetzt müssen wir komplett gegenüber und danach rechts. Ich habe keine Lust, jetzt hier mit jedem zu kämpfen. Lass mich doch mal in Ruhe. So, ich muss zwar mal durch die Mitte durch, aber kann nichts dafür. Ich habe hier keine Zeit. Wir haben noch keine Zeit. Lasst mich in Ruhe. Ich glaube, jetzt hier, ne? Ja, das sieht gut aus. Auf die Seite! Oh, Leute, wollt ihr jetzt kämpfen oder nicht? Tut nicht einfach nur so. Da hat er die Aggro von. Komm, dann lass mich wenigstens hier rein. So, was haben wir denn hier? Den können wir aber nicht benutzen. Na gut, wir sind auch kein Vampir, muss ich auch dazu sagen. Das werde ich definitiv auch mal machen. Dass ich mal jemanden darum bitte, mich mal zum Werwolf bzw. zum Vampir zu beißen. Damit ihr euch das mal angucken könnt. Ich denke... Ja, Vampir hat halt sehr große Vorteile, aber Werwolf brauche ich halt nicht. Ich denke mal, dass ich dann den Vampir irgendwie auf den zweiten lassen werde oder so. Also, dass ich eine andere Montur dafür nehme. So. Das können wir jetzt alles mal eben lesen. Ich weiß, ich habe euch normalerweise immer gesagt, dass ihr das dann durchlesen könnt. Ich muss aber dazu sagen, dass ich auf Alpha-Wölfin, ich habe es noch nicht hochgeladen, aber ich habe bereits damit angefangen, dass ich da angefangen habe, für Alpha-Wölfin alle Bücher und sonstige Dokumente, die man so bekommt, vorzulesen. Entsprechend, wo müssen wir denn da jetzt hin? Entsprechend ist es nicht so schlimm, wenn ihr da mal irgendwas verpassen solltet oder ich das mal aus Versehen weiterklicke oder so. Weil das könnt ihr dann entsprechend da durchlesen. Beziehungsweise bekommt ihr dann vorgelesen. Na, wo geht da hin? Ach, geht mir doch nicht auf die Nerven, Jungs. Wieso kann ich hier nicht vernünftig drüber? Geht mir nicht auf die Eier hier. Auch nicht auf die Eierstücke. Nee, aber da kommen wir wieder ganz zum Anfang. Da kommen wir nicht hin. Da müssen wir dann doch andersrum. Aber wo war jetzt da ein Eingang? Geh mir nicht auf die Nerven, Junge. Ich muss hier was gucken. Das Gute ist, wenn man die alle weggezogen hat, stehen nicht mehr so viele da. Geh mal lieber bei dir vorbei. Da ist die Larve. Ist doch irgendwie... Moment. Euch mache ich mal kurz platt. Bin mir nämlich nicht so sicher, von wo aus ich jetzt hier genau... Tiefer? Wieso tiefer? Muss ich doch garantiert einmal komplett die Runde laufen, oder? War ich hier eben schon? Oder habe ich doof das schon wieder übersehen? Ach, ich glaube, ich doof. Ich habe es einfach nur wieder übersehen hier. Meine Freundin.
Ihr seid also gekommen, um mich aufzuhalten. Wie weg sei Dank, ihr seid hier. Wie wurdet ihr verwundet, Tanval? Daedra, unten in der Caldera. Wir haben versucht, durch ihre Reihen zu stoßen. Wir sind gescheitert. Ich habe Glück, noch am Leben zu sein. Ihr könnt Sadal nicht auf Steinfälle loslassen. Das ist Wahnsinn. Das weiß ich jetzt. Sadal hat die Daedra sofort beschworen, als wir hier ankamen. Selbst mit dem Artefakt kann ich ihn nicht kontrollieren. Wie kommen wir an Sadal heran? Ein letzter Schutzzauber ist noch übrig. Euer Schlüssel wird nicht funktionieren. Um den Schutzzauber aufzuheben, werdet ihr eine uralte Torwächterin töten müssen, die in der Caldera lauert. Beschwört sie an der Ritualschale unter uns. Und hört zu. Es tut mir leid, meine Freundin. Ich werde das erledigen. Nur der Torwächter steht uns noch im Weg. Warum habt ihr es getan, Tanval? Ihr kennt die Antwort, meine Freundin. Der Tod meines Sohnes Garin. Ich konnte es einfach nicht ertragen. Vivek weiß, dass ich als junger Mann Mühe hatte, meine Wut zu zügeln. Und noch immer quält sie mich. Ich dachte, ihr würdet es besser wissen, nach dem, was mit Balret geschah. Ja, ich hätte es wissen müssen. Die Zerstörung von Davons Wacht. Meine ehrlosen Befehle an die Vorhut. Meine Schande in der Feste Virak. All das werde ich nie wieder gut machen können. Es tut mir leid, meine Freundin. Ja, kommen wir da runter? Ich glaube, besser wäre es hier, ne? Das ist halt so die Sache. Renn doch nicht weg. Im Nachhinein tut einem immer alles leid. Aber dann ist es halt zu spät. So, ich weiß, dass dieser Bereich unheimlich nervig war, weil sobald man irgendwo drin war und zur anderen Seite laufen musste, war wieder alles, was man getötet hatte gerade, war nämlich wieder weg. War nämlich wieder da, so rum. Das heißt, die respawnen hier so unheimlich schnell. Ich wollte dich gerade töten, aber gut. Ich glaube, das war ein Spieler. Oh. Au. Hau. Hallo? Ich wollte gerade sagen, ich höre komische Geräusche. So, der Schutzzauber ist gefallen. Ich habe das zweite aschgraue Tor oder sowas bekommen. Allerdings, oh, ne, das zweite ist gut, das ist ja ein anderer. Da gehen wir wieder raus. Und hier sind sie auch schon wieder alle da. Ach nee, Moment, da waren wir ja noch gar nicht drin. Bin mir nicht ganz sicher. Was haben wir denn da unten? Ne, da waren wir auf jeden Fall noch nicht drin. Oh, zerstört 10 Flammenmatronachen. Ja, sehr geil. Also wer das machen möchte, der kann dann gerne nach hier gehen. Ja, ich hasse solche Sachen. Oh, ich dachte, der kommt hier gar nicht hoch. Hilfe. Könnt ihr jetzt mal weggehen? So. Ich habe es aber geschafft. Ich hätte zwar gerne noch die Bücher gelesen, ist aber nicht schlimm. Wir können wieder zurück. Und können mit ihm sprechen, sofern er denn noch lebt. Aber ich gehe davon aus. Da ist er. Der letzte Schutzzauber ist gefallen und der Weg ist frei. Zum Glück hat Schreitet in Asche etwas von meiner Kraft wiederhergestellt.
Lasst uns das beenden. Ja, bei Vivek. Sadal ist gefangen zwischen dieser Welt und dem Reich des Vergessens. Da der letzte Versiegelungszauber deaktiviert wurde, ist sein Gefängnis nun angreifbar. Jetzt können wir zuschlagen. Wir merzen die Fehler des Hauses Induril aus. Die Magier, die Sadal ursprünglich eingesperrt hatten, verweilen hier. Das Portal in Sadals Welt wird sich ohne ihr Zutun nicht öffnen lassen. Ich glaube, sie sind wütend auf mich. Wie besänftigen wir diese Geister? Sprecht mit ihnen, meine Freundin. Vielleicht könnt ihr euch ihren Respekt verdienen. Einer von ihnen erwartet euch im Zentrum der Caldera. Möge Vivek mit euch gehen. Ich werde zu den Geistern sprechen. Geradeaus. Lass mich doch einfach mal da durch. Geradeaus müssen wir hin. Guten Tag. Ihr bringt Chaos und Zerstörung in unser geordnetes Nachleben. Warum seid ihr hier? Entschuldigt uns, Geist. Wir wollen die Brüder des Zwists neu binden. Ihr dringt an einen Ort vor, an dem ihr nichts verloren habt. Ihr schwächt die Riten, für deren Durchführung es Dutzende von Magiern brauchte. Seid ihr des Wahnsinns, Sterbliche? Wir müssen die Brüder neu binden. Das ist alles, was zählt. Mag sein. Doch das Wirken von Zaubern dieser Größenordnung erfordert Planung, Geduld und eine perfekte Durchführung. Was muss ich tun, um mich zu beweisen? Wenn ihr darauf besteht, nun gut. Wir haben bei unserem Bindungsritual 3 Fokussteine eingesetzt. Besorgt den Fokusstein der Flamme vom südlichen Rand der Caldera. Achtet auf die Lava. Ihr seht recht entflammbar aus. Naja, es geht so. Ich werde mit dem Stein zurückkehren. Das erinnert mich an die, an den Vatishran. Da muss ich wahrscheinlich rum. Da war ich nicht so entflammbar. Aber da muss ich dazu sagen, da bin ich auch mit der Zauberin durchgelaufen. Hier schon wieder dieses komische Geräusch. Dann war das anscheinend von der Lava und nicht von diesem komischen Viech, was kam. Da haben wir einmal. So, jetzt dürfen wir den gleichen Weg wieder zurückhüpfen. Teso, das neueste Jump-and-Run-Abenteuer. ich wusste, das war zu weit. Dann machen wir es einfach so. Geht auch schneller. So. Hüpf, kleine Templerin, hüpf. Ihr kehrt zurück. Ich habe den Stein. Tatsächlich? Vielleicht seid ihr nicht so kurzsichtig wie dieser arrogante Induril-Großmeister. Was soll ich als nächstes tun? Sucht nach dem Geist von Levi C. Gilvine. Sie war während der Bindung Sadals eine von uns. Sie wartet jetzt an der Treppe über der Caldera auf euch. Okay. Ich muss jetzt aber hier nicht... Ah ne, da muss ich quasi die Treppe wieder komplett zurück, ne? Und natürlich sind wieder alle da. Wie wunderbar. So, Treppe irgendwo hier. Unseren Stahl. Basti, ich hab einen Stab. Du bist der Einzige, der Stahl dabei hat. Für den Pakt. Oder wie war das? Wonach sucht ihr, Sterbliche? Ich bin hier, um mich in eurer Prüfung zu beweisen. Versuch und Irrtum sind die Essenz des Zauberwirkens. Viele Versuche sind nötig, bis ein Zauber Wirkung zeigt. Manche zeigen niemals Wirkung. Wir werden sehen. Unterzieht euch den Prüfungen. Wie? Ich werde euch zur Oberseite der Caldera teleportieren. Bergt einfach den Fokusstein, der sich tief in einer nahen Höhle befindet. Ihr werdet den Zaubern folgen müssen, die wir einsetzten, um Sadal einzusperren. Seid ihr bereit? Schickt mich hoch.
Ja, ich habe schon geahnt, dass es das sein würde. Das habe ich gehasst. Ich glaube, wir mussten diesen Weg hier folgen. Jetzt komme ich hier nicht rum. So. Weil wenn man nämlich da durchläuft, ich weiß nicht, ob man das noch sehen kann beim Zurücklaufen. Ja, doch. Dann wird man nämlich wieder zurückteleportiert. Das war nämlich das Problem. Ihr müsst diesen Weg gehen, um Sadal zu binden. Er ist weder einfach noch geradlinig, sondern eher gleich eures sterblichen Lebens. Ich habe den Steingeist. Ich zeige mich beinahe beeindruckt. Doch bevor sich der Weg zu Sadals Kerker öffnet, gibt es noch eine weitere Prüfung. Ich bin bereit. Mein Gefährte bewacht den letzten Fokusstein. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Sorry. Diesmal springe ich hier nicht runter. Wohlan, Marvus. Und wieder muss ich mit euch sprechen. Nun gut. Wie ihr schon gesehen habt, erfordert der Abschluss eines komplexen Zaubers eine hohe Präzision. Im Herzen eines jeden Zauberwirkens steht die Kontrolle des An- und Abschwellens der Magie. Was soll ich dieses Mal tun? In der Höhle hinter euch befindet sich der letzte Fokusstein. Um ihn zu erreichen, müsst ihr das An- und Abschwellen der Magie verstehen. Ihr steht hier stellvertretend für alle Sterblichen. Versucht euch nicht zu blamieren. Natürlich. Ach so, die Höhle hat sich direkt verändert, okay? Ich glaube, man durfte sich nur nicht erwischen lassen, wobei das nur natürlich relativ ist. Ja, was hat mich jetzt da genau... Basti? Alles gut? Okay. Ich denke, dass diese dunklen Dinge einen nicht erwischen dürfen. Aber ich bin mir gerade... Na, jetzt stand ich in einem Kreis drin. Oh Gott, das ist so lange her. Hallo, ich habe doch nur geguckt. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Ja, greif die mal an, Basti. Alles ist gut. War ich zu langsam gerade? Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, oder ich darf... Nee, in dem Kreis werde ich auch schon zurückteleportiert. Muss ich vielleicht doch mit diesen Dingern rein? Diese hier? Ah, okay, also die Kreise dürfen mich tatsächlich nicht erwischen. Okay. Das ist das große Geheimnis. Die Kreise dürfen einen nicht erwischen, aber in die Dinger darf man reinlaufen. Das heißt, wenn wir jetzt hier reinlaufen, das ist okay. So, aber die Kreise, die dürfen nicht da sein, wie ihr seht. Eure Ergebnisse? Ich habe den letzten Stein. Das habt ihr. Im Gegensatz zum Großmeister habt ihr bewiesen, dass ihr mit Bedacht, Geduld und Mut vorgehen könnt. Jetzt könnt ihr mit unserer Hilfe Sadals Bande neu schmieden. Was muss ich tun? Wir werden euch zur Caldera zurückbringen. Stellt die Fokussteine um die Caldera-Plattform herum auf. Die anderen Magier und ich erledigen dann den Rest. Ich bin bereit, Marvus. Dann mal los. So. Aller guten Dinge sind drei. Dann stellen wir die Sachen mal hier rein. Hallo? Wartet auf die Geister. Ach, da ist noch einer. Dick waren sie. Na gut. War jetzt nicht so spektakulär. Ihr habt es geschafft. Bei den drei. Ihr habt es geschafft. Das Portal steht offen. Holgun scheidet in Asche, die Vorhut und ich selbst. Wir werden euch in das Reich des Vergessens und darüber hinaus folgen. Garin hat euch vertraut. Ich wünschte nur, ich hätte das auch getan. Ich möchte euch noch kurz sprechen, bevor wir das Portal durchschreiten. Natürlich.
Wir sind meinetwegen hier. So viele sind gestorben. Ich habe Schande über mich selbst und mein Haus gebracht. Es gibt keine Gewissheit, dass wir überleben, was als nächstes kommt. Ungeachtet dessen müsst ihr mir etwas versprechen. Wenn ich es kann, werde ich es auch tun. Falls ich überlebe, lege ich mein Amt nieder. Nach mir soll Holgun zum Kommandanten unserer Streitkräfte in Steinfälle werden. Die Häuser werden einen anderen Dunkelelfen auf meinen Posten befördern müssen. Bis dahin ist Holgun der Einzige, dem ich zutraue, für die Sicherheit des Pakts zu sorgen. Ich werde es ihm ausrichten, Tanval. Bringen wir das jetzt hinter uns. So, wo ist es da? Haltet das Portal! Wir wollen hier nicht gefangen sein! Genau, haltet das Portal! Ich weiß im Moment gar nicht, wo ich hin muss. Da geradeaus. Muss ich jetzt mit euch erst reden, bevor ich das Ding kaputt machen darf, oder? Schwächlinge! Kommt mal ein bisschen schneller! Ihr denkt, ihr könnt mein Reich betreten? Ziemlich selbstbewusst, nicht wahr? Brennt! Steht in Flammen! Diese armen Kreaturen. Mögen ihre Seelen weiche Schlammsuhlen finden. Hühne, bewahre uns. Noch ein Schutzzauber. Könnt ihr ihn lösen? Ja, darauf warte ich ja die ganze Zeit. Bleibt in der Nähe. Wunderbar. Feuer wird euch verschlingen. Ja, ja. Komm her. Die Lydia sind nichts als Staub und Asche. Jetzt werdet ihr euch zu ihnen gesellen. Verbrennt. Verbrennt und zerflieht. Steinfälle wird brennen. Halte die Flammen! Das Korallenherz kann seinen Schild zerbrechen. Verteidigt mich! Tu ich doch schon. Beschützt Tanval. Ja, tu ich doch schon. Viele sollen denn jetzt noch kommen, bis wir den endlich angreifen dürfen? Das ist langweilig so. Ich will den angreifen. Iskramor. Ach, das ist wieder so eine blöde, langweilige Sache mit drei Runden. Kurz ausruhen. Vernichtet diese Skelette. Ja, natürlich. Sie dürfen Tanval nicht erreichen. Hallo, darf ich hier auch mal mich bewegen? Ich muss mal ein bisschen aufladen hier. Oh, nicht mein Freund. Ich finde das halt ätzend, wenn das immer so lang gezogen wird. Wir hätten den jetzt einmal komplett platt machen können, aber nein. Das muss ja... episch jetzt nicht gerade sein, aber um den Pack! Können wir jetzt endlich? Der Sturm bricht los. Lasst den Blitz einschlagen. Der Blitze hat leider nur die die Zauberin. Blitze halt kann ich zurück. Jetzt leider nicht mitdienen. Er ist zu stark. Wir werden ihn niemals brechen.
Ach, das ist Blödsinn. Könnt ihr vielleicht auch mal meinen Gefährten heilen? Beendet es! Beendet, was wir begonnen haben! Ja, würde ich ja gerne, aber ich darf ja nicht. Was tut ihr da? Ah. Unu? Beschwört die Wächter. Und wie? Wartet auf das Werk der Wächter, okay? Ich werde das Portal öffnen. Zeit, hier zu verschwinden. Ja, war jetzt auch nicht besonders spektakulär. Also ich kann mich da mal nicht dran erinnern, dass sie irgendwie so einen Strahl noch gemacht haben oder so, aber... Dann war. Scheinbar wollen sie nicht. Ich sehe euch in Sovngarde, Mann. Wir sind sicher. Ich würde das nur ungern wiederholen. Ist es vorbei? Die Brüder des Zwists sind gefangen. Der Sturm ist vorübergezogen. An der Spitze herrscht wieder Stille. Es ist vorbei. Zumindest für den Augenblick. Tanval hat mir erzählt, er hätte vor, seine Stellung aufzugeben. Am Ende ist die Weisheit doch zu ihm zurückgekehrt. Holgun wird maulen, aber er wird ein guter Anführer sein, bis die großen Häuser jemand anderes erwählen. Ich hingegen muss zu meinem Stamm zurück. Ich werde mich ein wenig sonnen und nicht mehr an Stürme denken. Bleibt feucht, meine Freundin. Das, kommentiere ich jetzt mal nicht. Ehre sei mit euch, meine Freundin. Tanval? Großmeister? Ich muss mich verabschieden. Die Ehre meines Hauses wurde wiederhergestellt. Steinfälle ist sicher. Und bald stehen Garin und ich Seite an Seite. Mögen die drei über euch wachen. Ebenso. Leb wohl. Da ist Holgrun. Mein Schildbruder ist gefallen. Er starb einen so guten Tod, wie man ihn sich nur wünschen kann. Kehren wir nach Kragenmoor zurück und erheben das Glas in seinem Gedenken. Es war Tanvals Wunsch, dass sein Nachfolger als Anführer unserer Streitkräfte in Steinfälle werdet. Was war sein Wunsch? Kühne soll ihn holen, wo immer er auch sein mag. Ich bin sicher, dass der alte Bastard mich auslacht. Stell sich das mal einer vor. Führt das Militär her. Ganz allein. Ich schätze, ich sollte euch danken, meine Freundin. Ohne euch, nun... Ich hoffe, wir sehen uns wieder, bevor wir in Sovngarde zusammenkommen. Ja, und wir haben einen Fertigkeitspunkt bekommen. Ich bin auch schon ganz fertig, wie ihr schon mitbekommen habt. Und eine zweihändige Keule von Sonnenseide. So, Rache für das Haus Drews haben wir dann als nächstes bekommen. Wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin. Ich schau mal eben nach. Nicht bei den Errungenschaften, bei Catwill. Genau, wir haben, hier oben sieht man es ja auch, wir haben Steinfälle abgeschlossen. Deswegen verwirrt mich das Ganze jetzt noch ein bisschen mehr. Wir müssten dann quasi mit der Obsidian-Schlucht in Deshan theoretisch weitermachen. Aber wir haben eine neue Aufgabe bekommen. Nämlich den Hauptmann zu töten. Ja gut, dann würde ich sagen, dass wir uns dann darum kümmern. Allerdings erst in der nächsten Folge. Dann werde ich hier rausgehen und werde dann die nächste Aufgabe da annehmen. Ich denke mal, dass wir von da aus dann automatisch theoretisch weitergehen müssten. Weil die Hauptquest führt uns ja immer so von einem Gebiet in das nächste rein. Also ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt leicht verwirrt, weil wir ja alles abgeschlossen haben.
was jetzt zu diesem Gebiet gehört, aber ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie es weitergeht. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.